Betrieb Lede geht in die sechste Generation, die neben mir sitzt. Wir bewirtschaften einen 100 Hektar großen Betrieb, haben 380 Sauen, einen Pachtbetrieb mit 100 Sauen noch, wo reine welche die Jungsauen gehalten werden, in Quarantäne etc. Haben eine Leistung von 30,5 Ferkel pro Sau pro Jahr. All die Ergänzer für die Sauen bekommen wir von der Firma Bergofor, mit der wir zusammenarbeiten, die uns das Futterkonzept für die Sauen gestellt hat, zusammengebaut hat. Auch in den Ferkel fahren wir dreiphasig. Bei der Jungsauen, die mein Vater eben angesprochen hat, fahren wir auch mit zwei Füttern. Ein Eingliederungsfutter und ein separates Futter dann nochmal über die Deck- und auch über die Tragezeit, um dann halt entsprechend zu versorgen, was auch von der Firma Bergofor sehr gut zusammengestellt ist. Also bei den Ferkeln fangen wir an mit dem Prästarter ab dem 10. Lebenstag, den wir dann während der Säugezeit, wir haben eine Säugezeit von 28 Tagen, füttern. Der setzen wir dann auch vom Bergofor die Ferkelmilch zu, um den halt dann noch eine bessere Aufnahme zu gewährleisten, dass die Ferkel dann noch schneller beigehen, da das von der Geschmackhaftigkeit ja noch etwas höherwertiger ist, sodass die Ferkel dann im Aufzuchtstall dann später das Futter schon kennen, den Prästarter. Und dann auch noch über die Aufzucht dann nicht erst nach dem Absetzen ein Energie- und ein Futterloch fallen, sondern voll weiter das Futter aufnehmen. Also das Besondere an den Bergofor-Produkten, an dem Prästarter und auch an der Milch, die wir einsetzen, ist halt, dass da die Immunglobuline enthalten sind. Die setzen wir ein, um dann halt entsprechend in der Aufzucht den Darm stabil zu halten, um da die Gefahr von Durchfällen gerade nach dem Absetzen oder bei Futterumstellung gering wie möglich zu halten, um den Ferkel dann halt in der Aufzucht möglichst gutes Wachstum bieten zu können und dann halt die Stresssituation möglichst gedämpft zu halten. Auch den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, um da halt nach den neuesten Standards vorzukommen. Bei der Erstversorgung kriegen die Ferkel zusätzlich zu einer Eisengabe noch das vom Bergofor, das PickLife. Auch hier sind wir die Immunglobuline enthalten. Die setzen wir ein, da wir im letzten Jahr unheimliche Probleme mit Durchfällen hatten. Um die Ferkel dann da noch wieder zu stabilisieren, sind wir dann damit angefangen, in den ersten Stunden nach der Geburt die Ferkel damit zu versorgen. Ja, die Gabe des PickLife ist sehr einfach. Es kann normal bei der Erstbehandlung mit eingesetzt werden. Es wird halt eine Kartusche auf die Spritze aufgeschraubt und dann halt bei der Erstbehandlung als letzter Schritt beim Raussetzen der Ferkel das PickLife in die Schnauze der Ferkel gegeben, sodass sie das dann direkt abschlucken können und dann halt auch mit der nächsten Biestmilchaufnahme, wenn sie dann saugen gehen, auch komplett runterschlucken und gar nicht erst ausspucken können. Auch durch die Konsistenz, dass es leicht klebrig ist, bleibt das halt in der Schnauze kleben. Die Ferkel können es abschlucken vernünftig, aber sie können es halt nicht so einfach wieder ausspucken. Also für die Zukunft wollen wir aufstocken auf dann 500 Sauen im Endeffekt mit den Neubauten, die jetzt kommen. Und da wollen wir dann halt auch die Leistungen dementsprechend wenigstens so halten, aber auch, wenn es geht, noch steigern. Und dann halt auch die Gesundheit der Ferkel stabil zu halten, den Antibiotika-Einsatz generell zu reduzieren, was dann halt, denke ich, mit der Firma EW Nutrition und auch Bergofor mit den Produkten durch die Immunglobuline und allem Weiteren sehr gut möglich ist.